Hallo, meine lieben Clasher, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen heute das Event abschließen mit den Bowlern. Viermal muss ich hier noch mit den Bowlern angreifen und gewinnen. Ich werde euch immer wieder rauscutten, wenn ich quasi in der Wartezeit bin. Als allererstes werden wir hier mal einen Schub aktivieren und wir werden dann gucken, dass wir hier noch den König ein Level hochbekommen. 252.000 Dunkles brauche ich, das sind nur noch 5.000. Vielleicht brauchen wir da nur einen Kampf für. So in einer Stunde 39 gibt es den nächsten Bonus. So lange werden wir nicht warten. Wir werden jetzt erstmal angreifen. So, falls die Suche zu lange dauert, werde ich euch da auch rausnehmen. So, oberste Priorität für mich ist das Dunkle. 1300 ist definitiv zu wenig. Ja, die Wartezeiten. Ich komme jetzt schon langsam wieder Richtung Titanliga. Ich bin, habe mich ja absichtlich ligamäßig fallen lassen. Aber ja, der wäre nicht schlecht vom Loot her, aber das Dunkle ist noch zu schwach. Ja, man kommt automatisch natürlich wieder hoch. So, ich mach mal kurz Pause, bis ich den richtigen Gegner habe. Bis gleich. Also die Suche hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, wie ich ursprünglich dachte. So, der Kampf lief ja ganz okay. Jetzt können wir hier noch ein paar Prozente holen. Ja, Single Inferno ist natürlich immer ein bisschen eklig. Gerade für Helden. Oder für alle Truppen, die relativ viele Trefferpunkte haben, wie zum Beispiel auch ein Pekka. Ja, da sind halt auch keine Yeti-Mites mehr drin gewesen im Rucksack. Guck mal, da ist noch ein Riese. Na, dann werden wir mal den Kampf beenden.
Ja, das Wichtige war mir halt das Dunkle, das habe ich hier erreicht. So, dann werden wir uns gleich wiedersehen, wenn ich den nächsten Gegner habe. Aber erstmal leveln wir hier den König. So, König ist wieder ready. Oh, meine Truppen sind auch schon wieder da. Jetzt muss ich nur noch auf die restlichen Helden warten. Also, sagen wir bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe mal jetzt noch ein paar dunkle Truppen mit ausgebildet, weil ich nämlich jetzt die Rune des Dunklen benutzen will. Und mit diesem Dunklen werden wir jetzt die letzte Truppe anfangen zu leveln, und zwar den Golem auf Level 11. Wow, also Level 11 Golem ist schon krass. Gut, dann werden wir jetzt wieder einen Gegner raussuchen. Mal, falls die Suche wieder zu lange dauert, dann pausiere ich halt noch mal kurz. Auch hier gucken wir natürlich nach Loot. Der hat hier 5000 Dunkles, das wäre nicht schlecht, aber Gold und Elixier ist zu schlecht. Also ich denke mal, ich mache mal wieder eine Pause. Bis gleich. Da habe ich jetzt einen Gegner gefunden, der annehmbar ist. Vom Loot her. Deswegen wollen wir jetzt auch mal starten, aber diesmal starte ich mit der Queen. So, dann kommt der Mauervernichter. Manchmal klappt das nicht, eine Truppe auszuwählen. Also mit den Zaubern auswählen und setzen, das haut manchmal wirklich überhaupt nicht hin. Da wählt man oft den falschen aus. So, ich denke mal, das ist das letzte Gebäude, aber somit schaffen wir auch den maximalen Liga-Bonus. 70%. Und ja, insgesamt war der Bonus, beziehungsweise nicht der Bonus, sondern der Loot gut. So, wir bilden wieder neue Truppen aus. So, wie weit sind wir denn jetzt? Da wollte ich gar nicht gucken. Hier. Okay, wir haben viermal das mit den Riesen gemacht. Zweimal fehlt jetzt noch.
Okay, dann cutte ich euch jetzt nochmal raus, bis ich wieder Truppen anfordern kann, bis die Helden wieder ready sind. Also bis gleich. Oh, da bin ich wieder und ich habe hier auch wieder einen geeigneten Gegner gefunden. So, fangen wir mal hier an. Mit dem... schon wieder ein bisschen lustig. So, da ist der zweite Single Inferno. Ah, oh, nee. So, jetzt sind wir fast durch mit dem Angriff. Ein bisschen Elixier wird es noch geben. Truppen sind alle gesetzt. Nur noch der Super Bowler lebt. Jetzt auch nicht mehr. Aber der Loot war gut. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Kampf. Da haben wir die Aufgabe. Und ich mache noch mal einen Cut. Also bis gleich. So, kommen wir nun zum letzten Angriff mit dem Super Bowler. Damit dann haben, hätten wir die 20 Siege erledigt. Falls wir hier auch unseren Gegner besiegen. Wovon ich mal stark ausgehen werde. Wir müssen natürlich auch einen Gegner finden, wo der Loot okay ist. Ich finde, also vor dem Update gab es wesentlich weniger Rathaus 12er, die ich in der Suche gefunden habe. Schade, der wäre gut gewesen, wenn er ein bisschen mehr Gold gehabt hätte. Also Elixier und Dunkles waren gut. So wie es aussieht. Muss ich euch noch mal pausieren? Ja, bis ich einen vernünftigen Gegner habe. Also bis gleich.
So, jetzt habe ich einen Gegner gefunden, der guten Loot hat. Den werden wir jetzt mal angreifen. Ich überlege gerade, wo hat er denn seinen Adler? Hä? Ach, der Adler ist im Ausbau, okay. Dann, ja, gehen wir mal von der Seite hier rein. Fangen wir wieder mit der Queen an. Diesmal machen wir hier so maximale. So. Das hat schon wieder nicht geklappt. Jo, das sollten hier lockere 3 Sterne werden. Die Verteidigungsgebäude sind alle erledigt. Ein Zauber habe ich noch übrig. Ja, wir haben noch ein Päcker, 2 Päcker am Leben, 2 Yeti am Leben. Noch einige Riesen am Start. Aber gut, das war jetzt aber auch nur ein Rathaus 13. Ah, der Loot, das war doch schön hier. Der Loot zum Abschluss nochmal richtig gut. Ja, und wir haben das Ereignis abgeschlossen. 800 EP und das Buch des Kampfes. Also ich hatte mir eigentlich überlegt, das Buch des Kampfes gleich zu benutzen. Ich mache es auch. Dann habe ich nämlich wieder alle Truppen auf Maximum. Die 5 Truppen, die beim Update gelevelt werden konnten, habe ich jetzt alle gelevelt. X-Bogen habe ich 3 fertig. Einer ist im Bau. Und ja, was ist noch neu? Was ich noch nicht erwähnt habe im Update, es gibt einen Random Skinwechsler. Und zwar hier könnt ihr hier auf entweder auswählen, per Hand stellen, oder ihr könnt auf Random auswählen. Dann kommt jedes Mal ein neuer Skin. Das gibt es natürlich auch bei anderen. Jedes Mal, wenn ihr euch wieder einloggt, gibt es einen neuen Skin. Das haben wir hier bei der Queen. Da haben wir auch schöne Skins. Ja, das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Das mit den Magiern und mit den Riesen, das kriegen wir auch noch hin. Müssen wir nur noch 4-mal mit angreifen. Und ja, das hat mich hier sehr gefreut. Das wollte ich doch unbedingt haben, das Buch des Kampfes. Und so konnten wir auch den Super Riesen testen. Nicht Super Riesen, sondern Super Bowler. Ich werde jetzt hier nochmal Truppen ausbilden. Allerdings nehme ich den Super Bowler raus, weil wir kein dunkles Meer verbraten wollen. 30 Truppenplätze mehr, dann nehmen wir doch einfach noch Riesen. So, speichern und ausbilden. So, wunderbar. Dunkles ist auch schon wieder am Start. 116.000. 256.000 brauche ich für den König. Und es gibt aber auch schon wieder hier. Beim Monatsende habe ich die Saisonbank voll. 25 Millionen Gold, 25 Millionen Elixier und 250.000 Dunkles. Und ja, dann können wir im Prinzip den Barbarenkönig noch ein Level nach vorne bringen.
Damit verabschiede ich mich von euch. Ich sage Tschüss und bis bald, euer Quantus.